Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Angezockt zu Sleeping Dogs. Ja, Freunde, ich denke, das wird jetzt vorerst die letzte Folge. Ich warte dann auf euer Feedback. Ich habe jetzt alles am Stück aufgenommen. Ich denke, das wird jetzt die letzte erstmal. Wie gesagt, denkt an den Daumen, denkt an Kommentare, dass ich sehe, ob ihr Bock auf dieses Projekt habt. Na, hallo? Ja, ich lasse mich zu leicht ablenken. Ja, wie gesagt, einfach in die Kommentare schreiben, ob oder mit einem Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Wenn nicht, auch von mir aus einen Daumen runter, ist ja euch überlassen. Und ja, dann würde ich sagen, treiben wir die Geschichte hier mal etwas voran und fragen hier mal nach, wo der Typ ist, wo wir suchen. I'm looking for Ming. You know where he's at? Yeah, he just passed the food stand around the corner. Okay, wir suchen Ming. Danke, sehr freundlich von dir. Wir schauen doch mal, wenn wir Ming finden, jetzt klar. Da ist er doch, da ist er doch. Schalala. You make it up for me tonight, and we got a deal. Ming, I got a message for you. Ach nö, nicht schon wieder. Jetzt müssen wir schon wieder rennen. Wir sind doch alle so schnell hier. Das geht doch bestimmt schief, Leute. Das verkacke ich bestimmt wieder. Ich kenne ihn doch. Oh. Special Effects hier. Geht ja richtig die Party. So, jetzt aber. Komm her jetzt. Mann. Warum müssen die uns... Warum hauen die denn alle ab? Diese Weicheier. Sollen sich doch stellen wie ein Mann. Geht doch weg. Bei dem gehen sie aus dem Weg. Ah ne, der haut sie auch weg. Okay. Okay, haut sie auch weg. Wo? Upsi. Da lang, okay. Oh Mann. Irgendwie sind schon ein bisschen verrückt hier, muss ich sagen. Da einfach runter zu springen. Aber, oh, oh. Hey, das war aber nett, Matt. Ist ein kleiner Arsch, dem Hopf verhauen wir das. Dann legen wir übers Knie, Leute. So geht's nämlich nicht. Oh. Ach, der wartet, der ist aber freundlich. Ach nö. Und schon wieder kämpfen. Okay, dieses Let's Play wird wohl ganz viel aus... Oh, aua. Okay, sagen wir, wir dürfen uns nicht packen lassen. Aber wenn wir packen, gibt's hier was, gibt's hier was, gibt's hier was. Kann ich denn nicht in den Müll schmeißen oder so? Oh, nochmal Glück gehabt, haha. Gibt's denn hier nichts? Da. Okay, das geht, das ist sehr gut. So, gibt's hier noch was? Komm mal her. Ist hier noch irgendwas? Nö, okay, dann kriegst du auf die Fresse. Haben wir auch nichts dagegen, ne, Leute? Oh, so nicht, aber. Und ihr? Okay, ihr wollt auch noch weitermachen? Ich hab euch die Chance gegeben, wegzurennen, aber nö. Schläge in Mülltonne werfen? Okay. Das wollte ich doch vorhin schon machen, da ging's nicht. Spiel verarscht mich. Oh, hier hoch. Direkt hoch. Und direkt dem hinterher. Oh, jetzt nicht schlagen. Rennen. Oh. Das sind doch Feiglinge. Jetzt schickt er wieder alle auf uns zu und kämpft nicht selber. Okay. Hau mal hier wieder auf die Fresse. Das sind wir ja schon gewohnt. Gibt's hier was? Nee, okay. Zumindest habe ich jetzt nichts gesehen auf die Schnelle. Ich hau mal hier so zu. Okay. Oh. Und wieder von hinten. Die Säulen des Ersten von hinten immer anzugreifen. Das ist doch gemein. Autsch. Das tat weh. Oh, aua. Das ist schon ganz voller Blut. Aber es ist nicht unser Blut, Leute. Das ist nicht unser Blut. So sieht's nämlich aus, Leute, hier. Aua, da müssen wir X drücken, okay. Oh, der wollte gerade schlagen. Ich glaube, wir haben ihn unterbrochen. Gibt's hier denn wirklich nichts? Jetzt bist du dran, mein Freund. Achso, wir müssen kontern, okay. So, hier.
Zack. Ah, okay, da blockt alles. Also müssen wir wirklich immer kontern und dann. Ich verstehe. Mit dem Messer auch noch. Das ist doch. Aua. Das tat weh. Das tat weh. Hier. Der ist unfair. Der kämpft mit dem Messer. Und nicht mal damit hat er mit. Aua. 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 Hör auf damit. Da hat uns jetzt doch ganz schön was getroffen. Dog Eyes gonna kill you. Fuck Dog Eyes. Winston owns this area. You fuck with us and you'll regret it. Okay, okay. But please, make sure Dog Eyes doesn't kill me. Ah, fuck. Oh, jetzt kommen die schon wieder. Och Mann. Ja, das ist doch auch bestimmt extra, dass sie mit uns reden können. Oder? Denke ich mal. Hoffe ich mal. Wei Sheng, I'm Inspector Tang. You have quite a rap sheet here. Multiple arrests in San Francisco, alleged ties to organized crime, and now you're here, enforcing for the Sun on Yi. You know, you don't have to throw your life away like this. Your concern's really moving. Yeah, I appreciate that. I'm suddenly realizing I should have never dropped out of art school. I could have made it. I could have been a real somebody. Thank you for showing me the light, officer. I want to give you a chance, Shen, but you have to work with me. Then maybe I can cut you a deal. Oh, Superintendent, I'm in the middle of an interrogation. Inspector, there's been a misunderstanding. Misunderstanding, sir? As your superior officer, I'm instructing you to release this man. But, sir, I have it on record that he's Sun On Yi. I understand that. I can't simply just cut him loose. I mean, you're asking me to release a criminal with known connections to the Triad. And not only is it against protocol... Well, for God's sake, Tang, he's one of us. What? Jesus, Pendrew, let me get the door. There are a few badges outside who didn't hear you. It's all right, Wei. We can trust her. Trust her? I just met her. Congratulations, Tang, so now you know. Maybe now we can make sure that we're helping Wei, not making his job harder than it already is, hmm? Yeah, it doesn't seem like I have much of a choice. No, no, you don't. Now see yourself out. Permission to speak freely. Denied. You need to be more careful, Wei. Much more careful. I can't bail you out like this again. Sir, I don't want to hear it. Just be careful. Das war auch gut. Kann ich offen reden? Nein. Eiskalt. Aber gut, das gefällt mir. Also ich glaube, der ist ganz cool drauf. Aber wie es zu spielen ist, sollten wir nicht zu viel Vertrauen haben. Erhalte die Belohnung. Hm. Okay. Okidoki. Geht's weiter, Leute. American Gangs and Asian ones don't compare to the Triads. I don't like this cocky little fucker. You need to be more careful, Wei. Much more careful. Tja, da haben wir wohl eine Bude bekommen oder haben wir uns eine gemietet oder so? Schön. Gehackte Kameras, okay. Also, Bett, Kleiderschrank und eine Bude bewachen. Aha. Karte? Karte. Bam Bam Club. Da müssen wir hin, Leute, in den Bam Bam Club. Glub, Glug. Golden Koi, Nachtmarkt, Kamtschuk-Überführung. Okay, es gibt hier... Also ist gar nicht so klein, die Karte. Okay, die ist richtig groß, Leute. Also, ja, jetzt nicht wie bei GTA oder so, aber... Doch nicht so klein, wie ich dachte. Okay. Gut, dann sind hier die Kleidergeschäfte. Das ist ein Parkplatz. Ja, das sind Parkplätze, Kleidergeschäfte. Was ist das hier? Das ist das Spielchen, ne? Ne, Massagesalon. Hm. Da können wir natürlich auch mal hin. Kein Problem. Apotheke. Okay. Und wo sollen wir jetzt hin? Modetipp. Krankenhäuserkosten. Okay, das sind die verschiedenen Aufträge wahrscheinlich. Jetzt schauen wir mal, wo er uns hinführen will. Sollen wir so gehen oder sollen wir mal zum Kleiderschrank? Wir schauen mal. Kleiderschrank öffnen. Wir können uns ja mal umziehen. Mhm.
Eigentlich sieht das ganz cool aus. Aber da müssen wir eine andere Hose. Ausgebeutelt. Oh, wir können auch in Unterhose laufen. Nee, dann nehmen wir lieber doch die Jeans hier. So. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Gefällt mir. Hätten wir gar nichts kaufen müssen, ne? Ich bin auch ein Held, egal. Wo sind jetzt die Kameras? Also die Videoüberwachung besser gesagt. Okay. Also ich finde hier jetzt keine. Können wir hier in den Kühlschrank? Ne, können wir wirklich. Getränk beschaffen ist auch geil. Aus dem Kühlschrank? Getränk beschaffen. Und wir haben auch so eine Liefertüte in unserem Kühlschrank. Wie sollte es auch anders sein? Okay, die Dose ist einfach weg. So möchte ich auch meinen Müll loswerden. Wo kann ich das bestellen? Aber hier laufen Kakerlaken. Nee, möchte ich dann doch nicht. Wenn das der Preis dafür ist, dann brauchen wir das nicht, Leute. Nee, nee. Ventilator? Ja, der bringt aber nichts eigentlich. Außer wir sitzen am Küchentisch. Was ist denn das für ein... Oh, ein schöner Tiger. Okay, dann gehen wir mal raus. 600 Meter sollen wir jetzt gehen. Okay. Vielleicht haben wir irgendein Fahrzeug, hoffe ich mal. Holen Sie Ihr Motorrad... Wie wenn ich hell sehen könnte. Jetzt wird's langsam schwierig. Motorrad. Wir können Motorrad... Ach, das kann ja nur schief gehen, Leute. Ach du Scheiße, wenn ich Motorrad war. Ach, das war das, was wir bekommen haben. Dieses klassische Motorrad setzt auf Stil, anstatt auf Geschwindigkeit. Ja, das wird wahrscheinlich auch besser sein, wenn ich fahre. Oh, mit Helm. Sehr, sehr gut. Beschleunigen, bremsen. Oh, 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 oh. Fahren wir mal. Wo kommen wir hier raus? Kommen wir da raus? Oder da besser? Ja. Ich weiß, also mit der Kamera. Oh. Oh, okay. Der Wendekreis ist nicht so geil. Okay. Dann schauen wir mal hier rüber. Wir müssen auf die Straße. Achso, wir müssen jetzt was. Müssen wir jetzt was markieren? Ne, halt mal, da ist doch irgendwas. 600 Meter hat es doch geheißen. Müssen wir das jetzt auf der Karte markieren? Oder ist das jetzt markiert? Hierhin sollen wir doch, oder? Überfall und Lieferung, da sollen wir hin. Okay, wir müssen es markieren. Okay, wie GTA-mäßig? Okay, hier rüber. Oh, oh, oh. Also das kann wirklich nur schief gehen, denn... Oh, oh, die Steuerung ist schwierig. Oi. Oh, ja, 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 ja. Leute, stellt euch auf viele Unfälle ein. Das habe ich im Gefühl. Oh, ich höre Linksverkehr, stimmt. Hatte ich auch schon vergessen. Ach du Scheiße. Doppelte Schwierigkeit. Oh, schnell weg. Komm, Vollgas. Oh, 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 oh. Okay, Vollgas ist keine gute Idee. Oh! Ups. Geht weg. Tut mir leid. Ich bin neu hier. Ich muss mich noch an den Linksverkehr gewöhnen. Oh, oh, oh. Okay. Also, aua, aua. Die Steuerung ist wirklich nicht so einfach. Muss ich ja mal sagen. Oh, Mann. Wait, you okay, man? You look like someone took a shit on your face. Jackie, I'm just a little frustrated, stuck being Winston's errand boy. You know, I was making serious bank back in the States. Come on, we're just paying our dues. Winston's a loyal guy. He'll hook us up when the time's right. You can't always wait for the world to hand you what you want. Sometimes you gotta just take it. Totally, man. Look, it's time to take a little initiative. We gotta prove ourselves to Winston and the Sun On Yi, or we'll never move up. Is there anything going down in the next few days? Shit, yeah, there is. Dog Eyes has a big shipment of stolen goods coming in. Well, it's good for Dog Eyes, but that might be too much too fast. Last thing I need right now is taking a sticky red pole up my ass. It's not like that. It's a small deal. Word is there's only a few low-level Lunyan looking after it. If we boost that shit and give Winston a nice fat cut, he's gonna be mad impressed. No way he doesn't promote us after that. You'd have to be certain it couldn't be traced back to Winston or us. Sure, of course. They're never gonna know it was us. Unless we get caught. Well, we won't unless you fuck it up. Come on, get in. Time to move up in the world.
Das kann nur schief gehen, Leute. Zum Lager. Ach, ich soll auch noch fahren, natürlich. Ich bin ja der beste Fahrer in dem Spiel, ja? Fahren wir mal. Und ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Spiel weitersehen wollt. Natürlich, wie gesagt, habe ich jetzt schon oft genug. Und wenn ja, wie ihr das Spiel wollt, wollt ihr das mit der Story durchziehen oder auch schön Nebenmissionen machen? So wie ich es normal spielen würde, mit Nebenmissionen und so. Zwar nicht alle, aber schon einige. Das würde ich aber auch von euch... da packt was. Das war knapp. Würde ich aber auch von euch abhängig machen, wie ihr Bock drauf habt. Will euch ja auch nicht langweilen mit dem Video. Das soll ja euch Spaß machen, mir genauso. Deswegen mache ich das, ja. Macht es Spaß, wenn ihr kommentiert und... Einfach eine kleine Community, wie wir sind. Macht einfach Laune. Aber jetzt weiter mit dem Spiel. Warum haben wir eine Kappe auf? Hatten wir jetzt gerade eine Kappe auf? Warum haben wir... Ach so, das ist... Okay. Wir haben uns verkleidet sozusagen. Okay. Nein. Lasst das von hinten immer. Ich mag das nicht, Leute. So hier, ab in die Mülleimer. Und in die Crash. Und du hier... wirst hier recycelt. So. Recycling auch gemacht. Gute Tat für heute. Erledigt. Aua. Das tat weh. Das tat weh. Was ist denn das jetzt wieder? Ich weiß nicht, was dieses Ding hier zu bedeuten hat jetzt. Und wo blinkt. Nicht von hinten. Ich glaube, das werde ich noch ganz viel in diesem Spiel hier sagen. So, gut jetzt. Okay. Haben wir erledigt. Okay, oder auch nicht. Wie in den alten Filmen von Jackie Chan oder so, wie sie dann alle auf einen zugerannt kommen. Genial. Ich mag es. Ich liebe es. Na? Schaut bei mir voll auf die... Und wieder von hinten. Wie ich es hasse. So hier sieht es nicht aus. Nein, pack ihn. Gibt's hier was Neues? Nein, okay. Dann hauen wir die einfach so in die Fresse. Nein! Lass das! Noch mehr? Okay. Oh! Der hat aber direkt zugeschlagen. Was soll denn das jetzt? Das ist auch neu. Ey, das war unfair zu zweit. Wie soll ich denn das machen? Das kann ich ja gar nicht blocken. Ey, hör auf! Lass das! Aua! Lass das! Okay, jetzt haben wir ein kleines Problem. Moment, aua. Aua! Das ist nicht cool jetzt. Soll das lassen, habe ich gesagt. So. Küchenmesser nehmen. So hier. Alter, das war jetzt eng. Die haben uns mit einem Messer ganz schön gegeben. Ach nö, mit was sollen wir jetzt hinterher? Ja, genau, mit der Rückkiste. Zum Lieferwagen aufschließen, okay. Oh je. Yeah. Oh je. Yeah. Der hat doch ein viel schnelleres Auto, das ist schon unfair. Oder zumindest ist es neuer. Aua, aua. Was sollen wir denn kriegen? X muss man auch noch drücken, um zu rammen. Das verstehe ich jetzt nicht. Okay, da hauen wir dann... Okay, wir haben wie Mario Kart ein bisschen Effekte hier. Hau ab. Ah, das gefällt mir. Okay. Das gefällt mir, Leute. Oh, geh weg. Du Blaster. Dem haben wir jetzt auch gleich mal gegeben. Der raucht direkt vorne, obwohl wir ihn hinten getroffen haben. Weg damit. Nein! Nein! Das war eng. Das war eng, Leute. Hey, jetzt geht doch mal weg hier. Lass das. Ich krieg die nicht weg.
Das ist doch scheiße hier. Wie soll ich die denn wegregen? So hier. So hier. Ach, geht du auch. Fahrzeug beschädigt. Wir machen hier ganz schön. Auf den Straßen habe ich das Gefühl. Aber. Wir müssen die richtig treffen, dann geht es erst. Aber trotzdem kommen wir nicht an den Typ ran. Das ist ein kleines Problem, glaube ich. Wir kriegen dich schon noch. Wir haben eine RAM-Maschine als Auto. Ich hoffe, jetzt kommen nicht noch mehr von den anderen. Jetzt kommen wir näher. Jetzt hast du verloren, mein Freund. Jetzt kommen wir nämlich näher. Wohin fährst du jetzt? Links, rechts? Der könnte doch auch mal blinken, dass wir das sehen. Würde ich gut finden. Oh. 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 Oh, oh nein, nein, nein. Taxi, geh weg. So, hier. Einmal. Zweimal. Was ist das? So, hier, jetzt aber. Okay, anscheinend haben wir es geschafft. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie. Was haben wir denn da jetzt bekommen? Damn, that was crazy, man. Okay, dann fahren wir hinten noch zurück. Aus dem Weg. Dann. Cambria, was ist denn Cambria? Jackie, these are fake as fuck. Holy shit, Tyler, the cops drive. Wait, drive. Na toll, jetzt haben wir auch nicht die Cops am Arsch wegen dem billigen Zeug da. Sollen wir jetzt hier wieder wegkommen? Geh mal weg. Entschuldigung. Upsi. Wie sollen wir hier wegkommen? Mit der Karre hier. Viel zu langsam. Komm, versuch's. Wir müssen die wohl wegrammen. Kaputt machen sozusagen. Sonst kommen wir wohl nicht weg, weil wir einfach viel zu langsam sind. Ja, komm jetzt. Okay, wir haben sie abgehängt. Das ist so mal freudig. Aber ich komme mit dem Auto besser klar wie mit dem Motorrad, habe ich das Gefühl. I don't know. But he has friends in high places. He's a piece of shit. Don't be afraid of him. Man, wait, you just got back. Get to know who's who before you start talking about bosses that way. Listen, Jack. 700 Meter haben wir noch vor uns. Stand up to guys like that, no matter who's back. Oh, ist aber eng hier. What caused the bad blood? Don't know. They used to be tight, though. Ups. He always was a shit. Even when we were kids. Oh Mann. Geht weg, alle aus dem Weg. Am besten bleibt ihr alle zu Hause, wenn ich fahre hier. Oh. Aber unsere Lichter gehen immer noch. Das finde ich irgendwie faszinierend. Nach dem, was wir alles weggerammt haben. Alle aus dem Weg. Willkommen. So where's this guy we're meeting? Don't worry. I'll take you from here. You sure you don't want me to stick around? No, man. I got it under control. So Nola. Alright, your deal. Hey, wait. You did good out there. Here. Take this watch. You earned it. Great. I finally hit the big time. Gefälschte Scheiße. Na toll. Okay. Zu den Upgrades. Yay. Upgrade. Kontern Sie Angriffe Ihres Gegners? Das haben wir doch schon, oder? Oder kann ich das? Nee, das haben wir schon. Okay. Was ist das? Schlagschadenbonus. Zusätzlicher Schaden durch alle Schlagangriffe. Und das? Der Spieler leidet weniger Schaden durch den unbewaffneten Angriff. Ja, unbewaffnet hatten wir kein Problem, aber wir machen mal den Schlagbonus. Wenn sie bewaffnet sind, wird's ekelhaft, finde ich. Das ist ein Problem. Ach so, hier oben gibt's auch noch was. Upsi. Ja gut, jetzt hören wir hier das ab. Müssen wir beim nächsten Mal gucken.
Wenn es denn ein nächstes Mal gibt, Leute, denn das war's für diese Folge. Und wie gesagt, ich werde jetzt erstmal aufhören aufzunehmen, auf euer Feedback warten, wie es euch denn gefällt. Und ja, dann vielleicht bis zur nächsten Folge von Sleeping Dogs oder zu einem anderen Let's Play. Bis dahin, habt noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao.